Ah, interessant. Durchsuchen. Warum der? Das ist der letzte Raum. Oh, noch ein Raum. Wir könnten es schaffen. Nein, die ist tot. Ich wusste es. As life ebbs, was heißt denn das? Vistas of emptiness reveal themselves. Wenn dein HP an 0 LP fällt, steht er an der Schwelle des Todes. In diesem Zustand erleidet er einen Wertemalus und weitere Schaden könnte ihn töten. Heile deinen Helden, um ihn von der Schwelle des Todes zu bewahren. Ich kann aber gerade nicht heilen. Okay, das Gute ist, die sind nicht instant tot. Die ist auch stinkt nach Bosheit. Ja, danke. Tötet sie das? Ach nee, okay. Ihre LP sind nur auf Null. Das ist schon mal gut. Das Gute ist, die kommen nicht direkt an sie ran. Das müssen wir jetzt machen, sonst ist sie tot. Meine Brüder, ich kann ihre Segnung spüren. In Gruppen... Gruppenhilfe wäre mal nicht schlecht dafür. Warte mal. Mit deinem heidnischen Radar will ich nichts zu tun haben. Ich bin ein Bote des Todes. Hör doch mal auf damit. Das hilft nicht. Okay. Weg mit... Na, er lebt noch, Mist. Okay. Hau du ihn weg. Also... Ach. Leck mich doch im Arsch. Okay. Das hält er noch ein bisschen durch. Injury and despondence set the stage for heroism or cowardice. Warum kann ich den nicht blenden? Egal. Du bist fast tot, du brauchst auf jeden Fall Heilung. Aber wenn ich meine Heilerin jetzt gerade nicht einsetzen kann, das merkt man schon stark. Mortality clarified in a single strike. Die ist gleich wieder soweit. Ja, jetzt ist er gleich wieder am Herzinfarktner, glaube ich. Perched at the very precipice of oblivion. Blenden. Wenn der einen Bolzen auf dich schießt, ist er tot. Trinken wir mal ein. Ach, hör doch mal auf damit. Merkst du nicht, wie unglaublich das nervt? Blende sie. Ah, gut. The slow death, unforeseen, unforgiving. Minus überall. Na, oh, warum tust du das? Okay, hau ihn um. Der ist bald wieder auf die Probe gestellt. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Oh, danke. Danke. Ich hau ab. Room by room, hall by hall. Ein Errungenschaft freigeschaltet. Ein anstrengendes Abenteuer findet sein Ende. Ja. Das war... Echt übel.
richtig, richtig übel. Und ich muss die Ticks entfernen von denen. Was hast du jetzt? Waschzwang. Besessen von Sauberkeit von mir aus. Was hast du? Furcht vor Bestien. Naja. Okay, ich guck mal. Haben die anderen Typen jetzt noch die Ticks? The degeneracy of the hamlet is nothing, I fear. Nicht mehr selbstsüchtig, das ist schon mal gut. When compared to the condition of surrounding acres. Nicht mehr furchtsam. Nach einer langen, durchzichten Nacht schwerfällig. Okay. Nicht mehr verzweifelt. Okay, wir sind voll. The hunt. The promise of payment. Ich mach's mal. Ah ja, tatsächlich kann ich jetzt 12 haben. Aber was ist das? Waldläuferin. Verbesserte Lagerfähigkeit. She is a stalwart survivor and a strict instructor. Oh! Begeisterte Ansprache. Stress wird um 15 gelindert. Alle Gefährten. Was ist das? Warte mal, kann ich das schon immer? Das kann der schon. Das sollte ich vielleicht mal nutzen. Ja. Der ist immer noch schön am Frönen. Was ist kurz? Oh, Stressabbau verbessern finde ich gut. 2 und 5, das kann ich mir alles leisten. All manner of diversion and dalliance await those who cross the threshold with coin in hand. Ah ja, Stressabbau ist schon mal gut. Gift habe ich abgeschworen. Ah, okay. Darfst du gerne machen. Mehr Kissen? Hier, bitte. So, im Kloster können wir auch nochmal Stress reduzieren. Die ist am Saufen. Der hat. Okay, der Stress ist okay. Frieden durch Meditation. Was bringt es mir alleine in der Kammer zu hocken? Das bewirkt gar nichts, ja, das glaube ich. Bildet seine höheren Macht. Wenn es nicht anders geht, kann ich das auch vorher verbessern. Machen wir es doch gleich mal. Hope, however desperate, is never without worth. Los. Ich knie vor dir. Das macht die. Frau Umfrau will auch gerade. Auf andere Art und Weise. Kann ich die schon verbessern? Kampfheilung? Nee. Was kannst du? Kopfgeld einfordern. Aufwärtshaken. Ein Uppercut. Das Befehl stärken? Nein. Vergeltung? Nein. Ein bisschen mehr Schaden würde dir auf jeden Fall gut tun. Ich guck mal, dass ich alle jetzt ein bisschen verbessere, wenn es geht. Das nehme ich auch öfters. Was ist da? Die Kampfhandlung bringt mir jetzt nichts so. Aber. Göttlicher Trost. Gruppenheil. Oh, das ist schön. Das finde ich sogar besser als das. Ah ja. Was kannst du noch? Pistolenschuss. Boshafter Schnitt. Streuschuss. Den sollte ich vielleicht öfters mal einsetzen. Was ist das? Adalas.
Verbessern, verbessern. Kampffähigkeiten zu ver- Helden können nur über 4 aktive Kampffähigkeiten gleichzeitig verfügen. Aktiviere und deaktiviere die Fähigkeiten, um verschiedene Kombinationen auszuprobieren und beobachte, wie sich dadurch die professionelle Stärke des Helden anzuhören. Also Adelas lasse ich drin. Eingezielter Schuss. Warte mal, werde ich vielleicht vorher mal gucken sollen, aber kann ich alles nicht. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Töte Nekromantenlehrling. Ich flehe dich an, nein! Boah, dem geht's auch echt nicht gut. Ich habe noch ein paar Helden. Kann ich dich hier? 1, 2. Es läuft. Dann nehme ich halt Anfänger mit, aber... Stille, endlich. Es ist mir einfach zu gefährlich. Der hat doch gleich wieder die nächste Psychose. Okay, gehen wir doch mal durch den Wald. Das klingt auch nett, oder? Schlage die Kreaturen und Banditen zurück, die Reisende auf den alten Pfad auflauern. Ja. Ismas. Wir brauchen eine Heilerin hinten. Und das ist auch so ein Draufgänger, der kann vorne. Die Universalisten. Von mir aus. Okay. Ich nehme 12 mit. Eine Schaufel. Das muss reichen. Aufbrechen. Nimm dich vor der Pilzartillerie und ihre Fähigkeit Beute markieren in Acht. Sie signalisiert ihren untoten Pilzbrüdern, wenn sie vernichten sollen. Ja, interessant. Sapping all good life from these groves. Let us burn out this evil. Das kannst du so. Kopfgeldern, oder? Mach ihn fertig. Ach so, links steht immer von wo aus ich das kann. Und rechts, was ich treffe. Jetzt verstehe ich das. Der Adler, und du kannst... Göttliche Gnade, göttlicher Trost. Die Gruppenheilung ist immer gut. Ah, wir befinden uns im Darkroom Forest. Ich erkenne es genau. Hindernis. So. Knochige Äste und dornige Zweige versperren den Weg. Müssen wir uns nicht von Hand wegmachen. Was ist das denn für Viecher? Entsetzliche Beschwörung. Bestimmt viel Psyche? Ja. Okay, wir haben erhöhte kritische Chance durch Mons. Ah, niedrigere Chance da hinten. Ektoplasma. Ah, kann ich bluten. Nee. Es gibt erstmal in die Fresse. Cool. Das ist irgendwie schon cool, dass ich die Gegner zurücksetzen kann.
mache ihn kaputt. Confidence surges as the enemy crumbles. Ach, Ektoplasma hinterlässt also Leichen. Macht auch Sinn. Hau ihn um. In your face production. Schleim. Okay. Kopfschuss. Exposed to a killing blow. Die Psyche ist echt schlimm. Their formation is broken. Maintain the offensive. Ist noch nicht notwendig. Dann erhöhe ich lieber unsere Chance hier zu blenden. Nee, hau ihn um. Press this advantage. Give them no quarter. Aber ich muss echt sagen, das mit der Psyche geht hier richtig, richtig schnell, aber. Und jetzt blenden wir ihn. The light, the promise of safety. Kriegst du den? Ja, das brauchst du nämlich. Seize this momentum. Push on to the task's end. Ah ja, Minus wegen der Quest. Mal gucken, nicht, dass wir irgendwo fallen sind. Naja. Haha. Kopfgeld einfordern. Back to the pit. Hallo. Ah, okay. The wounds of war can be healed, but never hidden. Ja. Ey, du bist betäubt? Ui. Das war echt gut. This expedition at least promises success. Der muss trotzdem demnächst wieder in die Taverne, glaube ich. Oh Mist, ich wollte gerade die Fakten. Was ist das denn? Tollwütiger Reiser klingt schon mal sehr nett. Widerstände. Ach, da unten stehen Widerstände, sehe ich jetzt erst. Bluten, Giftdruck betäuben. Interessant. In dein Gesicht. Mach ihn kaputt. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Müsste es schaffen können. Executed with impunity. Und die lassen keine Leichen, das ist schön. Oh, einer ist noch. Was kann der so? Tollwütige Anstumpf ist schon was scheiße. Mortality clarified in a single strike. Ey, wieso kann er nochmal? Das missfällt mir. Was machst du da? Okay. Du sollst ehrlich gesagt auch jetzt dran sein. Deswegen. Another abomination. Cleansed from our lands. Wieso haben die Viecher Geld dabei? Du machst das mal auf. Mit deinem Familiensiegel, was macht die hier? Ach komm!
finde es sowieso ein bisschen komisch. Das sind Spaten, verstehe ich. Aber wenn ich kaufe einen Schlüssel und der ist für jede Truhe, komischerweise. As the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. Ich lasse ihn trotzdem vorne, auch wenn er Gefahr läuft. Oh, eine Falle. Kommt gleich irgendwas mit. Oh, eine Fackel. Die nehme ich gerne. Ich finde es ein bisschen. Ich finde es ein bisschen. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen doof. Der kann also Wappen nehmen. Ah, Wappen. Ich kann nur Wappen nehmen. Ich verstehe. Ich finde es ein bisschen komisch. Ach so. Ach so, das war so ein spezieller Gegenstand. Das habe ich ihm gegeben. Naja, aber. Wohl gar nicht schlecht mit der Betäubungsfähigkeit. Ich finde es ein bisschen komisch, man kauft einen Schlüssel und der geht wirklich für alles. Nein, wir halten nicht an. Verdammt, ich wollte gerade sagen, Licht ist gerade nachgelassen. Besser. So, Streuschuss. Jeder Schuss ist nicht so effizient. Deine Pistole ist kacke. The match is struck. A blazing star is born. Die Blutenfähigkeit nehmen wir jetzt einfach mal in Kauf. Be gone, Fiend. So eine Truppe ist gar nicht schlecht. So eine kombinierte Truppe. Die scheint sich gegenseitig zu helfen auch. Das muss ich bei der irgendwann auch verbessern. Das ist zwar schon schön, aber besser geht immer. Okay, wenn der dran ist, ist er tot. Das heißt, sie streckt den anderen nieder. Continue the onslaught. Destroy them all. Ganz normaler Schlag. Tot? Da kriegen wir wenigstens noch ein bisschen Dings zurück. Psyche. Warum hinterlassen die Geld? A trifling victory. But a victory nonetheless. Eine Leiche? Bestienkadaver. Was? Okay. Eingefallen. Gerade Sachen, die ich nicht kenne, muss ich einfach anschauen. Ja, was ist das für ein Vieh? Ach, das ist die Pilzartillerie. Pilzschar. Die Heilfähigkeiten müssen unbedingt verbessert werden. Oh, die halten richtig, richtig viel aus, die Viecher. Monster mit hoher Abwehr. Einige Monster verfügen über eine hohe Abwehr, die Angriffsschaden absorbiert. Schaden über Zeit wie Giftfach und Bluten sind immun gegen Abwehr. Und ein wirksames Mittel, um gut ausgerüstete Gegner zur Strecke zu bringen. Ja, das ist so ein ziemlich jedem MMORPG. So ziemlich jeden Hack-and-Slay-Spiel so. Aber mach nur weiter. Nicht vergiftet? Oh, scheint da irgendwas zu fressen? Okay, der wird auf jeden Fall geheilt. Ach, gebrandmarkte zerfetzen. So läuft das also. Ja, ich dachte, er kann nur zeichnen. Das ist natürlich jetzt nicht so gut. Oh ja, der ist richtig, richtig stark gepanzert.
Der Gifthauch ist okay. Fluchtwolke. Boah, die vergiften echt gut hier. Mein Herz wird... Ja, ich kann mir vorstellen, dass es echt unangenehm ist. Hier läuft es auf jeden Fall ein bisschen anders. Man kriegt ja richtig viel Schaden durch Effekte anscheinend. Ich wollte gerade sagen, aber wenn es dran ist. Ja, da, okay, Heilkräuter. Er hat die meisten. Ich gebe es mal ihm. Okay, das hat nichts gebracht, schade. Ja, das Gift tötet uns halt langsam. In Radiance may we find victory. Zur Not lasse ich dir was essen. Das kriegt man schon irgendwie hin. Hunger und geheilt. Was haben wir? Na, immerhin. Es ist echt nicht die Welt, aber Kleinvieh macht auch Mist. Wäre doch mal cool, wenn sich da Monster drin verstecken würde in der Kiste. Einerseits wäre es cool. Note auf dieses Grab, ein Grab, das jemand hat. Okay. Hygienische Verblendung. Weg mit dir! Wenig Schaden? Viel Psyche? Nö, geht eigentlich so. Kann sie nicht. Ach, weil sie auf der falschen Position steht. Machen wir es halt so. Dem fehlt jetzt ein Zug, das ist gut. Du schießt. Oh, das ging ja leicht. Be wary. Triumphant pride precipitates a dizzying fall. Okay. Warum? Guter Schuss. Tausch mal mit. Warte mal. Was? Steht nicht da, wen der damit trifft. Tausch mal mit er. Der wird auf jeden Fall danach nochmal saufen müssen. Ach Mann! Das ist nicht gut. Okay. Immer ein etwas. Was passt denn das Schlag? Ach, weil keiner gebrandmarkt ist. Wie weit kann ich ihn zurück? Das muss getauscht werden. Die darf nicht davon zu weit vorne bleiben. Da wird sie nicht gemacht. Normale Pistolenschuss ist besser als diese andere Kacke. Egal, hau mit drauf. Boah, die halten echt viel aus. Kriegst du ihn platt? Anscheinend nicht.
Ja, diese Tastenschläge sind echt scheiße. Ja, geht nicht. Klein ab. Gut. Nee, 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 betäube ihn. Nach Möglichkeit. Sie sollte mal wieder blenden. Jetzt kann ich sie auch richtig einsetzen, denke ich mal. Oder wir schießen ihn einfach wieder. Eradicated. Betäubt? Nein. Dann kriegt er Heilung. Das sollte eigentlich jetzt kein Problem mehr sein. Obwohl, der ist danach eh geheilt. Blende! Oh, kein Schaden. Aber die Betäubung und wir haben mehr Licht. Ah ja, der Stress steigt natürlich auch an. Knall ab! Während eines Kampfes verlieren wir Licht. Ist mir so nicht klar gewesen. Er hat keinen Stress mehr. Foolish Horrors. Yay! Reduziert das den Stress, wenn wir gewonnen haben? Okay, wir können es wieder zurück. Wir kriegen es wieder zurück, was wir zu viel gebraucht haben. Wenigstens teilweise. Ah, für jede erfolgreich abgeschlossene Quest erhalten deine Helden Helden-EP. Helden-EP bestimmt die Heldenstufe deines Helden. Die Heldenstufe steht für die Erfahrung deines Helden. Es wirkt als direkter Stresswiderstand gegen den Schrecken des Dungeons. Oh, das ist gut. Ein Held mit niedriger Heldenstufe, der sich mit schwierigeren Quests versucht, wird schnell unter unvorstellbar hohen Stress zusammenbrechen. Anemisch? Das ist aber schön, dass du jetzt Anämie hast. Weil er nicht weiß, was ist. Blutarmut. Furcht vor Bestien. Stress hin. Ja, danke. Viel besser. Das ist doch mal eine gute Verbesserung, finde ich. Und draußen schneit's wie noch was. Death and demise. Cause for celebration.